In diesem Video möchte ich mal zwei Mikrofone miteinander vergleichen. Ich werde jetzt im Video immer zwischen den zwei Mikrofonen hin und her schalten und dann im Video auch anzeigen, welches Mikrofon gerade aktiv ist. Aber wenn ihr das erste Mal gesehen habt, dann wird euch schon ziemlich klar sein, was ihr gerade hört. Das erste Mikrofon ist das Zalman ZM MIG 1. Das ist ein Ansteckmikrofon, das ist jetzt hier direkt an meinem T-Shirt angebracht und die Aufnahme läuft über mein Android-Handy. Das andere Mikrofon ist das Zoom H2N. Das ist ein tragbares Mikrofon, so ein kleiner Rekorder. Der hat eine Micro-SD drin und ist batteriebetrieben. Zwischen den zwei Mikrofonen ist ein großer Preisunterschied. Das Zalman kostet nur 8 Euro. Man braucht halt noch ein Aufnahmegerät wie ein Computer oder in dem Fall ein Handy. Das Zoom H2N ist halt autark, kann so wie es ist benutzt werden. Kostet dafür aber bei Amazon auch schon 170 Euro. Dafür hat das Zoom H2N ein paar interessante Features. Man kann in einem ganzen Raum eine Konferenz zum Beispiel aufnehmen. Man kann sich jetzt hier wie für Voiceovers einfach davor setzen und das nur zum Sprecher hin ausrichten. Also das hat 4 bzw. 5 Modi, die man nutzen kann. Der Vorteil ist natürlich, das Zoom H2N guckt jetzt nur zu mir. Und alle Geräusche außenrum werden gar nicht oder nur so als Hintergrundgeräusche aufgenommen. Das Ansteckmikrofon, das Zalman, ist ein omnidirektionales Mikrofon. Das heißt, das nimmt alles auf, was es hört. Das ist dann zum Beispiel ein Nachteil, wenn man in Räumen sitzt, die hallen. Und ich sitze jetzt in einem Raum, der hallt. Ich spreche jetzt mal so ein bisschen in den Raum hinein. Und im ZM MIG 1 kommen dann von allen Seiten halt diese Hallgeräusche zurück und werden aufgezeichnet. Bei dem Zoom, da das nur in eine Richtung aufzeichnet, sind die da deutlich reduzierter.